Willkommen zu Digimon Story Hackers Memory. Wir sind auf dem Valhalla-Server. Jetzt werde ich meine verborgenen Kräfte entfesseln. Gib alles, wenn du dich mit mir anlegst. Und suchen Ryuchi und Kidose. Denn Erika hat uns darum gebeten. Und natürlich gehen wir dem Wunsch nach. Der kommt weg. Da mache ich nicht viel Schaden. Das sollte es dann aber auch schon gewesen sein. Wieder einige Level-Ups und wir können weiter. Ein riesiges, monströses Ding hat Gamma bei unter Null im Handumdrehen dezimiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, was es war. Es muss ein Digimon gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht über sie Bescheid. Unabsichtlich weggeklickt. Aber nur noch lesen können, reden ist Zeitverschwendung. Aber ich denke, er hatte eh nichts Wichtiges zu sagen. Gut, dann machen wir den weg. Sehr schön, mein Kombo. Gehen wir auf die Nummer sicher und machen den Krieger zerstörer. Meteorsturz. Hydrowasser 3. Das war's. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm drei Mitstreiter mit. Haben wir. Ich werde sie nur noch mal heilen. Die kleinen Sprays reichen da, die kleinen Kapseln. Limit für Schaden. Okay, weiterhin Fähigkeit 18. Die Fähigkeit ist nicht gestiegen. Was? Nokia anscheinend können wir nicht weiter. Was? Warum das denn? Ich weiß nicht, jemand hält uns davon ab. Aber dann kommen wir nicht zu unter Null. Wer auch immer du bist, lass uns vorbei, du Feigling. Wen nennst du hier einen Feigling? Oh, sexy. Ihr müsst die Amateure sein, die Yugo erwähnt hatte. Ich darf euch nicht weiterlassen. Der Ruhm unter Null zu erobern wird Sexen gehören. Gebt auf und geht heim. Niemals. Wir nehmen es mit allen auf, was sich uns in den Weg stellt. Wir werden unter Null als Erste einnehmen und den Hackern zu verstehen geben, dass Digimon nicht nur Werkzeuge sind. Ich habe euch gewarnt. Yugo hat mir aufgetragen, keine Gnade zu zeigen. Wenn jemand versucht, uns aufzuhalten. Ihr solltet wissen, dass wir den Weg blockiert haben. Selbst wenn ihr uns in einem Digimon-Kampf besiegt, funktioniert das Netzwerk nicht wieder.
Wenn du eine echte Hackerin bist, hacke es doch, um es unter deine Kontrolle zu bringen. Es hacken? Was meinst du denn damit? Tja, Saxon scheint sich Nokia in den Weg gestellt zu haben. Sie haben die Netzwerkbefugnis gestohlen und den Bereich abgeriegelt. Manchmal ist ein großes Team doch von Vorteil. Wenn das so weitergeht, kommt niemand an ihnen vorbei und Hugo wird als Sieger hervorgehen. Sky, wir haben keine andere Wahl. Übernehmen wir die Kontrolle über den Bereich. Kommt schon, Walkshreemon, Metal Guerrumon. Jawohl. Ja. Sky, wir fahren. Ja, schick uns noch vor. Wir brauchen wieder 35 Punkte. Da holen wir uns mal die 5 Punkte hier. Wir gehen Richtung 10 Punkte. Hier gehen wir auch Richtung 10 Punkte. Sie sind schon bei den 10 Punkten oben. Ich gehe mal auf die 5 Punkte da hinüber. Dann versuchen wir hier die 10 Punkte hier zu holen. Das war schon mal nicht so gut. Können wir einen wenigstens weg? Nein, okay. Ah, sie machen auch nicht viel Schaden. So, wie sieht es hier aus? Okay. 2x45 Schaden. 115 Schaden. Ach, ich mach mal auf beide Ziele. Was soll's? Okay. 95. Gut, hier kriegen wir wenigstens einen weg. Ich gehe einfach mal die Fünfer entlang. Mal schauen, wo er hingeht. Okay, er holt sich den Fünfer hier. Ich habe mir gedacht, vielleicht verfolgt er mich die ganze Zeit. Okay, nächste Runde gehört uns der Zehner. Oh, tot. Trotzdem gehört uns nächste Runde der Zehner hier. Ah, ich hätte die andere Attacke nehmen müssen.
doof, 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 doof. Ganz doof von mir. Dann halt noch eine Runde. Gut, das Problem ist, er darf halt jetzt keine 5 Punkte machen. Und es sieht nicht so aus, als ob ich ihn hier... Nein, one-hitten werde. Nein. Okay, er greift mich an. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, er hat nur Antipanik, er kann nicht heilen. Und ihn muss ich angreifen lassen. So, hier kann ich mal jetzt die 10 Punkte holen. Das ist ja wenigstens etwas. Noch einmal kriege ich hier jetzt auch die 10 Punkte vielleicht. So. S oder muss ich ausfüllen. Genau. So, ich dachte wieder, ich hole mir den 5er her. Und dann war es das auch wieder. Sieg! S-Bogenschießen 3. Zerstörungsnummer 3. Mist, ich wusste nicht, dass Woody euch hilft. Tut mir leid, Hugo. Ah, jetzt ist der Weg frei. Ausgezeichnet, so erwarte ich das von der Ex-Legende und seinem Schützling. Gehen wir weiter. Los, Rebels. Hey, warte. Sie haben uns wieder abgehängt. Ihr Enthusiasmus ist wirklich beeindruckend. Das erinnert mich daran, als ich diesen Server mit Gamma infiltriert habe. Ich habe die Sicherheitsmaßnahmen schon einmal überwunden, aber irgendwas stimmt hier nicht. Nein, wir haben jetzt keine Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Wir müssen weiter. Und eine Nachricht. Rate mal, wie kannst du deinen maximalen Gruppenspeicher erhöhen? Speicher abbenutzen. So, wir sind hier wieder voll.
Und Mega Seed haben wir halt bald Level 54. Fähigkeit trotzdem nur 12. Was echt nervig ist. Ich brauche Wunderfleisch. Verflixt, wir haben Nokia komplett aus den Augen verloren. Ryuchi. Sky, was hast du hier zu suchen? Ich habe doch gesagt, du sollst bei Erika bleiben. Wir sind gekommen, um dich aufzuhalten, wir beide. Hast du es noch nicht bemerkt, Ryuchi? Die Fallen hier sind viel zu einfach. Als wir das hier damals gemacht haben, hat es richtig lange gedauert, richtig? Da ist irgendwas falsch. Wir sollten lieber jemanden von einem anderen Team höre ich nicht so. Was, du Trottel? Ich wechsle das verfluchte Team nicht. Ich habe mich nur hierher gesteckt, weil du gesagt hast, wir gingen nach unter Null. Niemand hat dich gebeten, mitzukommen. Ich wollte dir das immer schon sagen, aber weißt du was? Genau das gleiche hast du auch mit Sanada gemacht. Immer schubst du die Leute von dir weg. Du warst es. Du bist der Grund, aus dem er nie zu uns zurückgekehrt ist. Du bist der Älteste von uns, aber du benimmst dich wie ein verzogenes Kind. Das hat nichts mit Sanada zu tun. Egal, ich hab's dir doch gesagt. Ich sage mich nicht von Kishibe los. Kishibe hat mir aufgetragen, unter Null zu bewachen. Erikas Leben hängt davon ab. Wenn ihr mich wirklich aufhalten wollt, dann stellt euch auf einen Kampf ein. Ach ja? Ich wusste ja, dass du dich komisch benimmst. Aber das hätte ich dir nie zugetraut. Krieg dich endlich ein, du Depp. Gleich gehen die zwei aufeinander los. Ich muss etwas unternehmen. Ja. Was soll ich machen? Soll ich Ryuchi versuchen aufzuhalten, Ikitose versuchen aufzuhalten oder abwarten? Was passiert? Ich warte einfach mal ab. Ich will keine Seite, ich warte ab, was passiert. Tut mir leid, dass du in diese Sache verwickelt wurdest. Bleib zurück, das wird noch übel. Dein Gebiet ist die Informationsbeschaffung. Du kannst mich nicht besiegen. Das werden wir sehen. Ich verliere nicht gegen einen Feigling wie dich. Verflucht, du bist stark. Die Schwachen sagen den Starken nicht, was sie zu tun sollen. Aber was sie tun sollen. Jetzt halte ich aus meinen Angelegenheiten raus. Ryuchi. Ryuchi. Erika? Bitte, hör dir das an. Ach, läuft ja alles wie am Schnürchen. Du hast sie alle wunderbar aufgewiegelt. Jetzt kommt es auf sie an. Ich denke, dass ich jetzt nur ein wenig, um ihnen ein Erfolgserlebnis zu bescheren. Jetzt sollte sie ohne weiteres ans Ziel kommen. Kishibe? Hey, könnte das bedeuten unter Null? Ich glaube ja. Ich habe die Schadsoftware benutzt, die ich auf Kamishiro Server geschmuggelt habe, um Kishibes Terminal zu hacken. Es gibt Spuren, die auf eine riesige Datenmenge in unter Null hindeuten, und Kishibes Fingerabdrücke sind überall auf dem Valhalla Server. Bleibt von dem Kern weg. Er ist bestimmt mit einer Falle gesichert. Verflucht. Nokia und die anderen werden als Erste ankommen. Hey, ich kann sie nicht erreichen. Die digitale Welle, Hauptrechner, steck an. Komm und bricht. Hören. Erika. Verflucht, wir müssen sie warnen. Sky, warte. Ja, wir haben uns den Kampf einfach mal erspart, denke ich. Und ich hätte gesagt, das war es wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.